Leuchtdioden. Jetzt lernen wir eigentlich nichts wirklich Neues über Dioden. Leuchtdioden sind einfach nur besondere Dioden, die halt die Eigenschaft haben, dass wenn sie von Strom durchflossen sind, leuchten sie auch. Und Leuchtdioden werden halt im Wesentlichen nicht für ihre Diodeneigenschaften verwendet, weil die halt gleichrichtend sind oder so, sondern weil man eine einfache Art braucht, etwas leuchten zu lassen. Und früher hat man halt irgendwelche Glimmlampen verwendet und heute verwendet man dafür halt immer Leuchtdioden. Und die Tatsache, dass es sich dabei um Dioden handelt, mit eben diesen Eigenschaften, dass es eine Durchlassrichtung gibt und eine Sperrrichtung und dass sie eine gewisse Flussspannung haben und so weiter und so fort, das sind einfach Dinge, die man berücksichtigen muss, wenn man eine Schaltung mit einer Leuchtdiode baut. LEDs gibt es in allen möglichen Farben, also inzwischen gibt es in allen Farben außer Magenta. Es gibt Magenta-Leuchtdioden, aber das sind dann... Okay, also Photoluminenzschicht oder zwei Dioden. Okay, genau. Die Leuchtdiode selber, die gibt es halt immer nur quasi monochromatisch. Also, und wenn ich quasi Farben habe, die ich nicht monochromatisch darstellen kann, Magenta, das ist halt eine Mischung von Rot und Blau, und dann kann ich das eben nicht mehr monochromatisch machen. Aber trotzdem gibt es die Farben als LEDs. Es gibt auch weiße LEDs, und das sind dann entweder so mehrere LEDs in einem Gehäuse, oder meistens eben, dass die mit so einem photolumineszenten Material arbeiten. Das heißt, ich habe dann eine Leuchtdiode, die zum Beispiel ultraviolett leuchtet, was auch immer, und die strahlt auf dieses Material und das absorbiert dann das Licht und gibt eben Licht ab, das eben eine andere Zusammensetzung im Spektrum hat, so macht man dann zum Beispiel weiße LEDs. Frage zu dem Schaltsymbol, ich kenne die Teilchen andersrum dran. Mag sein. Ich muss zugeben, dass ich diese, das ist ja alles von mir, ich habe eine eigene Library gemacht für diese Symbole und das kann gut sein, dass ich die verkehrt rum... Ich kenne es um 90 Grad gedreht. Dass sie quasi so normal auf diese Fläche hier stehen. Ja, genau. So. Ja, mag gut sein. Ah ja. Ich habe es halt so gezeichnet. Ich mache ja auch diesen Strich in der Mitte nicht durch, obwohl er eigentlich gehört. Ich finde, es schaut so viel hübscher aus. Ich finde auch, dass die Pfeile weg richtiger sind. Ja, weg sind sie sowieso. Naja, weg sind sie sowieso. Die Frage ist, ob sie quasi bei der Orientierung nach oben weg oder nach unten weg zeigen sollen. Wenn sie hin zeigen würden, dann wäre es eben eine Fotodiode, die man verwendet, um Licht zu detektieren. Ich sehe kein gerichtetes Licht, das kann man in alle Richtungen machen. Ja, ja. Gut, aber die Idee ist, ich zeichne das Symbol für eine Diode und dann mache ich so Pfeile, die wegzeigen, um anzudeuten, dass das jetzt irgendwie Licht emittiert. Gut, die LED gibt es in einer unglaublichen Vielfalt. Also es gibt irgendwie so LEDs, die unglaublich lichtstark sind oder die eine besondere Richtcharakteristik haben oder was auch immer. Das ist ziemlich schwierig, jetzt Aussagen zu machen über LEDs im Allgemeinen. Ich habe jetzt versucht, da ein bisschen was dazu zu sagen. Und damit meine ich aber jetzt irgendwie diese ganz normalen LEDs, wie ich hier drei aufgebaut habe und nicht irgendwelche speziellen LEDs, die für Beleuchtungsinstallationen und so gedacht sind. Da muss man immer schauen, welche Ströme wollen die haben, was ist die Flussspannung etc. Aber wenn ich so einfache LEDs habe, dann kann ich irgendwie von einer Flussspannung von 2 Volt aufwärts mal rechnen. Das hängt eben unter anderem auch davon ab, mit welcher Farbe diese LED leuchtet. Und je kürzwelliger im Spektrum, desto höher ist normalerweise die Flussspannung. Das heißt, wenn ich eine blaue LED habe und eine rote, dann würde ich mal erwarten, dass die Flussspannung von der blauen deutlich höher ist als die Flussspannung von der roten. Aber das muss jetzt auch nicht für alle roten und für alle blauen LEDs gelten, sondern das sind jetzt mal so grobe Ideen. Es ist übrigens ein ziemliches Glück, dass wir überhaupt LEDs haben für den sichtbaren Bereich. Das hat irgendwie damit zu tun, was der Bandgap bei den unterschiedlichen Materialien ist und dass das zufällig dann Wellenlängen entspricht, die wir sehen können. Von diesem riesigen elektromagnetischen Spektrum, das ist ja ein sehr kleiner Ausschnitt, wo wir sagen, ah, das ist Licht und der Rest ist eben entweder irgendwie so Radio oder Röntgenstrahlung und was weiß ich was. Und das ist ein,
ziemliches Glück für uns, dass es gerade Materialien gibt, die in diesen sichtbaren Bereich hineinragen. Und Anfang der 80er gab es ja auch nur rote LEDs und dann in den 30 Jahren seitdem sind dann die kurzwelligen dazugekommen. Gut, also es ist eine Diode, die verwenden wir im Wesentlichen in Durchlassrichtung, weil wir sie eben nicht so verwenden, wenn man sonst Dioden verwendet, dass man sie in eine Richtung sperrt, in die andere Richtung leitet, sondern wir wollen eigentlich immer Strom durchschicken und dann leuchtet es und wenn wir wollen, dass es nicht leuchtet, schickt man halt keinen Strom durch. Und ein guter Richtwert, wenn man es nicht weiß, ist irgendwie so 20 mA dafür, dass eine LED halbwegs hell leuchtet. Die meisten leuchten aber auch bei 1 mA schon sehr, sehr hell. Also wenn ich irgendwie nur eine kurze Statusanzeige haben möchte und nicht irgendwas, was man quer durch den Raum sieht, da hinten leuchtet was, dann ist 1 mA auch durchaus ausreichend, dass diese LED mehr oder weniger hell leuchtet. Ja, das ist es. Das war jetzt eigentlich der Block. Wir haben darüber geredet, es gibt LEDs, das sind im Grunde nochmal Dioden. Und wenn man Strom durchschickt, leuchten sie. Und was wir jetzt machen werden, ist erstens mal eine Übung. Wir werden da ausrechnen, wie man eine Schaltung mit so einer LED dimensioniert. Und dann habe ich zwei Experimente vorbereitet, die man mit LEDs machen kann. Gut, diese Übung rechnen wir sie gemeinsam. Ich zeichne mal kurz diesen Schaltplan nochmal ab. So, und so gehören die Pfeile, sagt sie. So, und jetzt wollen wir, dass diese LED leuchtet. Und in der Angabe stehen zwei Dinge. Nämlich die Flussspannung von der LED und den Strom, von dem diese LED durchflossen werden soll. Wir sagen, 20 mA wollen wir jetzt durch diese LED durchschicken. Und die große Fragestellung ist, welchen Widerstand nehmen wir hier? Das ist die klassische Anwendung, die ich habe, wenn ich irgendwo eine LED einbauen möchte, dass ich mir überlegen muss, welchen Widerstandswert brauche ich, um den Strom zu kontrollieren. Warum brauche ich überhaupt einen Widerstand? Warum kann ich nicht einfach den 9 Volt an die LED anschließen? Genau, also ich habe eine Konstantspannungsquelle, so 9 Volt. Und wenn wir uns erinnern an diese Kennlinie, wo man sagt, da gibt es die Flussspannung und kaum geht es drüber, explodiert sozusagen der Strom. Also wenn wir irgendwie 9 Volt direkt an die LED anschließen, laut dieser Kennlinie will die dann irgendwie 1 Million Ampere. Also wenn man einfach diese Funktion fortsetzt, sind das typische Werte. 1 Million Ampere, überhaupt kein Problem. Natürlich, eine 9 Volt Blockbatterie, die haben meistens so einen Kurzschlussstrom von vielleicht 2 Ampere, aber die 2 Ampere reichen auch schon aus, um die LED zu grillen, wenn sie 20 mA haben möchte. Das heißt, ich kann natürlich eine Konstantstromquelle verwenden. Das war halt eigentlich genau das, was wir haben wollen. Nicht? Eine Konstantstromquelle, die 20 mA liefert, da schließen wir die LED an und die leuchtet dann. Das Problem ist, Konstantstromquellen liegen halt nicht so viele rum, wie gute Näherungen und Konstantspannungsquellen. Das heißt, wir wollen irgendwie von unserer Spannungsquelle dorthin. Und das machen wir, indem wir da einen Widerstand davor setzen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie man sich das vorstellen kann, was dieser Widerstand macht. Die eine Möglichkeit ist, dass wir dieses Konzept nehmen von wie addiere ich Kennlinien. Dann habe ich da quasi meine Diodenkennlinie. Ich male da nochmal rot drüber. So, nehmen wir zum Beispiel die da. So. Und wie ist jetzt die Kennlinie von einem Widerstand? Eine Gerade durch den Nullpunkt. Sagen wir zum Beispiel, das ist die Kennlinie von unserem Widerstand. Wenn ich jetzt eine Serienschaltung mache von den beiden, wie schaut denn die neue Kennlinie aus? Genau. Das heißt, ich addiere quasi immer in der Richtung, weil ich sage, quasi ein Strom kann ich mir mal anschauen und der Strom betrifft dann beide Bauteile. Und dann nehme ich mal zum Beispiel diesen Wert und trage den da auf. Dann nehme ich mal diesen Wert, trage den da auf. Dann nehme ich mal diesen Wert, trage den da auf. Also wir sehen,
die Kennlinie von dieser Diode wird jetzt deutlich flacher. Und wenn diese Kennlinie deutlich flacher ist, dann gelingt es natürlich einfacher, da die richtige Spannung zu treffen. Und wenn ich jetzt die richtige Spannung quasi, das eine Möglichkeit, ich nehme quasi einfach irgendeinen Widerstand, mit dem das mal flacher wird, und dann kann ich mir jetzt anschauen, welche Spannung brauche ich eigentlich und kann das mit einer Spannungsquelle betreiben. In dem Beispiel haben wir die Spannung aber schon vorgegeben, es sind 9 Volt. Das ist aber auch kein Problem, ich nehme einfach den passenden Widerstandswert hier, die passende Geradensteigung, sodass dann 9 Volt die richtige Antwort ist. Die zweite Möglichkeit, wie man das sehen kann, die sicherlich sinnvoller ist, für diese Art von Beispielen, ist, dass ich mir diese LED hier vorstelle wie eine Spannungsquelle auf ihrer Flussspannung. Ich sage einfach, an dieser LED werden im Betrieb 2 Volt abfallen. Wir gehen quasi diesen Weg, den wir vorher gemacht haben, bei der idealisierten Kennlinie mit dem Knick, wo wir gesagt haben, wir müssen vorher eine Entscheidung treffen, ob das jetzt quasi, ob die Diode in Durchlassrichtung oder in Sperrrichtung betrieben wird. Und da haben wir gesagt, in Durchlassrichtung wird es ein Kurzschluss, in Sperrrichtung ist eine Unterbrechung. Wenn wir aber die richtige Seite finden. Genau. Wenn wir aber nicht diese Kennlinie verwenden, sondern diese hier, dann ist die in Durchlassrichtung ja kein Kurzschluss, weil es fallen ja dann diese Spannung hier ab, sondern es ist eine Spannungsquelle mit genau dieser Spannung. Die sagt dann einfach hier an der Stelle in der Schaltung immer dieser Spannungsabfall. Und das machen wir jetzt hier. Wir sagen, diese Diode wird in Durchlassrichtung betrieben und in Durchlassrichtung fallen 2 Volt ab. Das heißt, ich kann da einfach mal einzeichnen. Hier 2 Volt. Jetzt kommt die Preisfrage. Wie viel fällt hier ab? 7 Volt. So, und jetzt sind wir eigentlich genau dort, dass wir diese Schaltung dimensionieren können. Wir wissen, der Strom soll 20 mA sein. Jetzt zeichne ich hier einen Strompfeil ein mit 20 mA. So, und wie rechne ich mir jetzt das R aus? Welche Formel verwende ich, um das R zu bestimmen? Ja. R ist U durch I. U ist natürlich der Spannungsabfall an dem Widerstand. Das sind 7 Volt. Und I sind unsere 20 mA. So. Oder und auf wie viel kommen wir da? 350? 350 Ohm. So. Und weil ich in der Praxis dann vielleicht einen 330 Ohm Widerstand verwenden, weil die habe ich rumliegen und 350 ist quasi ein Nicht-Standard. Wert. Habe ich dann ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig Strom, wenn ich da 330 Ohm statt 350 habe? Bisschen mehr, genau. Aber das soll uns jetzt nicht so kümmern. Genau, kann ich auch machen. Ich kann 470 Ohm wieder nehmen. Ich habe auch gesagt, bei einem Milliampere leuchten die auch meistens schon relativ hell. Ich habe aber, wenn das wirklich eine 9 Volt Batterie ist, dann ist die ja am Anfang 9 Volt und dann wird das eh weniger im Laufe der Zeit. Aber die Grundidee ist die, dass ich, was ich hier sage, ich weiß, dass die Flussspannung abfallen wird und dann kann ich diesen Widerstand definieren, weil dann weiß ich quasi alle Größen. Den Strom, den habe ich ja vorgegeben, weil ich angefangen habe damit, dass ich gesagt habe, durch diese LED sollen 20 mA fließen. Dann schaue ich mit der Flussspannung und meiner Quellenspannung, wie viel bleibt noch übrig am Widerstand und dann kann ich entsprechend diesen Widerstandswert berechnen. Damit habe ich dann quasi für meinen Anwendungsfall eine Konstantstromquelle erzeugt. Weil mein Anwendungsfall war, was immer ich da anschließe, an dem fallen 2 Volt ab. Und unter dieser Rahmenbedingung habe ich dann eben diese Vorgabe getroffen, dass 20 mA fließen.
Jetzt wissen wir natürlich, diese Flussspannung, das ist nur so eine etwa Größe, die variiert halt von einer Leitung zur anderen. Aber wir sehen, der Strom ändert sich nur ganz wenig, wenn das jetzt nicht 2 Volt sind, sondern 1,9 oder 2,1 Volt. Das hat nur ganz wenigen Auswirkungen. Während, wenn wir versucht hätten, quasi direkt mit einer 2 Volt Spannungsquelle an die LED zu gehen, könnten wir auch machen. Man könnte sagen, ja, oh, ist eine LED, ein Datenplastik, 2 Volt, und dann schließt man da 2 Volt an. Am Labornetzteil kann man sie einstellen. Dann ist das halt kritisch, weil wir gesehen haben, diese Kennlinie, die ist extrem steil. Und die Flussspannung, die variiert halt von Bauteil zu Bauteil. Und wenn wir die halt ein bisschen zu weit links erwischen, dass wir ein bisschen unter der Flussspannung sind, fließt auf einmal gar kein Strom oder ein vernachlässigbar kleiner Strom und die LED leuchtet nicht. Oder wir erwischen ein bisschen zu viel, dann leuchtet sie sehr hell, aber für einen kurzen Augenblick und dann ist es gelaufen mit der LED. Das heißt, über diesen Widerstand werde ich quasi unabhängiger von dem exakten Wert von dieser Flussspannung und kann halt dann die echten Bauteile und nicht nur mein idealisiertes Bauteil betreiben, ohne dass das zu irgendwelchen Schwierigkeiten führt. Ich habe so eine LED-Lampe, die kann man in den USB-Stecker reinstecken, da müsste ja wahrscheinlich auch ein kleiner Widerstand sein. Da ist mit ziemlicher Sicherheit ein kleiner Widerstand drin. Also die Atemmikrocontroller, die können pro Port, ich glaube, 20 mA liefern. Wenn ich da jetzt bei 5 Volt direkt eine LED anschließe, wird er dann überlastet oder geliefert einfach nur 20 mA? Das müsste man nachschauen. Ich glaube nicht, dass der laut Spezifikation kurzschlusssicher ist. Das heißt, er würde dann quasi im Kurzschluss mehr als diese 20 mA liefern. Das Verhalten des Mikrocontrollers ist aber nicht mehr definiert. Das wäre jetzt mal meine Vermutung. Die meisten Mikrocontroller, da ist das quasi eine Maximalgröße, aber ich muss mich darum kümmern, dass ich nicht mehr Strom aus dem Port rausnehme. Es gibt aber zum Beispiel viele I/O-Expander, die wirklich eine Strombegrenzung dran haben, wo ich dann weiß, der Port liefert maximal 20 mA und das ist eine kurzschlusssichere Spezifikation. Da kann ich dann eine LED direkt anschließen. Da gibt es dann auch viele, die zum Beispiel eine steuerbare Stromquelle haben. Da kann ich die LED direkt über den Strom dimmen. Und meistens, wenn ich LEDs dimme, ist das so ein, ich schalte sie einfach sehr schnell ein und aus und je nachdem, wie viel Prozent von der Zeit sie ein ist und wie viel Prozent von der Zeit sie aus ist, erscheint sie halt fürs Auge heller oder weniger hell. Muss man ganz aufpassen, weil fürs Auge erscheint es am hellsten bei ungefähr 80% ein und danach wird es subjektiv wieder dünkler, wenn man dann zu einem Kilohertz flackert. Altern die LEDs schneller, wenn die schnell ein- und ausgehen? Glaube ich nicht. Also ich wüsste jetzt nicht das, ich würde es auch nicht vermuten. Haben keine Verschleißbahn. Nein. Also bei einer Glühlampe würde ich das eher nicht machen, glaube ich. Ich glaube, die ist so träge vom Verhalten. Ja, genau. Bei der Glühlampe tust du es de facto dauernd. Ja, okay, ja, da tue ich es de facto dauernd mit 100 Hertz. Ja. Aber es kühlt nicht ganz ab dazwischen. Nein, das kühlt nie ganz ab. Es gibt Signalübertragung mit Leuchtdioden und Bitonen im 10 MHz-Bereich übertragen. Also mir wäre da nichts bekannt und also ich kenne viele Anwendungen, wo LEDs extrem schnell gepulst werden. Also ich wüsste nicht, warum das passiert. Aber haben die immer oft die gelblichen Bewegungsautos? Nein, das wird krank. Du meinst jetzt beim Empfangen? Da, wenn man Spannung ausnimmt, bin ich nicht. Ja, dann machst du dahinter einen Tiefpassfilter. Ja. Ah, den brauchst du letztlich. Aber damit berechnest du analog den Durchschnittswert der Spannung. Ja, ja. Bei den Netz musst du dir aufpassen, dass du so Umstände nicht machen, dass du da rechnest mit der Spannung und noch mehr. Ja, gut, du musst den Posten auch. Gut. Das war diese Übung. Wir haben das Problem erfolgreich gelöst. Und ich garantiere euch, das ist eine Berechnung, die ihr oft durchführen müsst. Also das ist was, also man kann natürlich auch sich diese Berechnung sparen und sagen, naja, 470 Ohm wird schon passen in den meisten Fällen. Kommt doch hin, weil mit 5 Volt ist es halt weniger als mit 9 Volt und es leuchtet immer noch. Aber wenn ich wirklich vor eine LED anschließe, sollte ich mal kurz mal im Kopf überlegen, in den Taschenrechner sowas eingeben, damit ich dann weiß, welchen Widerstandswert sollte ich da verwenden für diesen oder jenen Strom durch die LED.
Gut. Ja. Also es hängt jetzt davon ab, wenn ich mit kleinen Spannungen arbeite, so 9 Volt, 5 Volt, ist das das, was man in der Regel macht. Dass man wirklich sagt, man macht einen Widerstand davor. Und natürlich, in dem Fall vernichte ich in dem Widerstand mehr Energie, als ich über die LED abgebe. Egal, ob das, was ich in der LED jetzt abgebe, Wärme ist oder Licht, darüber machen wir uns keine Gedanken. Aber 7/9 von meiner Energie gehen hier in den Widerstand verloren. Wenn ich das mit hohen Spannungen mache, dann gehe ich her und verwende statt dann, und diese hohen Spannungen sind Wechselspannungen, das ist wichtig, dann kann ich eben diesen Widerstand durch einen Kondensator ersetzen. Und warum das geht, werden wir dann sehen, wenn wir zur komplexen Wechselstromrechnung kommen. Ansonsten müsste ich irgendwann Hack machen, dass ich quasi auf die ähnliche Art und Weise arbeite, aber entweder zuerst Wechselrichte und dann kann ich diesen Kondensator nehmen oder irgendeine Art von Stromquelle baue, die intern eben nicht die Überenergie verheizt, sondern das eben mit einem besseren Faktor macht. Aber für die Spannungen, denen wir hier im Alltag so zu tun haben, wenn wir Elektronik machen, wo 9 Volt eine extrem hohe Spannung ist, da haben wir irgendwie 5 Volt und dann 3,3 Volt, und darunter wird es dann schon schwierig mit LEDs, weil dann bin ich dann schon in der Gegend der Flussspannung. Da macht man das immer über einen Sofortwiderstand. Ich habe eine Stirnlampe, die kommt, glaube ich, recht gut mit dem Strom aus, die 3 Batterien liefern, und die hat sicher ein Schaltnetz da drin. Kann gut sein, also das kann man ja gut bauen, einfach. Vor allem bei Leim, weil er jetzt nicht wirklich stört, wenn da irgendwelche hochfrequenten Anteile ist, da braucht man keinen Sinuswechselrichter bauen, der Verlust verarbeitet, muss ich nicht scherzen. Also das kann man schon machen, aber wenn ich in einem normalen Gadget irgendwie eine LED drinnen habe, dann mache ich einfach einen Widerstand davor. Ja, aber es ist auch noch ein Unterschied, ob ich eine LED habe, die so viel Leistung hat, dass ich sie zur Beleuchtung verwende. Ja. Oder weil ich mein, das Schwächchen, weil ich habe drüben 10 Watt LED Panels drin, dann ja. Mache ich das nicht mehr mit Vorwiderstand. Aber da sehen wir eben genau bei dem, was ich bis hier oben da gesagt habe. Was wir uns da jetzt anschauen, sind das eher so diese Status-LEDs und jetzt nicht unbedingt, wenn ich wirklich LED-Beleuchtungen so machen möchte, wo ich wirklich Energie da durchpumpen möchte und möglichst viel von dieser Energie im Licht landen sehen möchte und nicht in Wärme. Schauen wir uns die Diskussionen hier an, die Experimente. Wir haben da 2 Schaltungen. Diese Überschrift ist da hin und her gesprungen. Das ist im gedruckten Skriptum auch so, dass auf der Seite Schaltung einsteht und auf der nächsten Seite ist die Schaltung. Mhm. Oh, da muss ich ein No-Break einbauen, das ist ja furchtbar so. Also, das ist unsere erste Schaltung, die wir uns jetzt anschauen. Ich habe da einen Schalter und die Frage ist, was passiert, wenn ich diesen Schalter jetzt öffne und schließe? Da haben eigentlich alle Bauteile drin, die wir jetzt kennengelernt haben, außer Konstantstromquellen. Das habe ich gerade gebaut. Schalter, leuchtet die LED und der Kondensator lädt sie auch. Mhm. Wie schnell lädt sich der Kondensator? Wo ist ein R? Also, der lädt sich sofort auf. Der lädt sich sofort auf, ja. Also wenn das ein großer Kondensator ist, dann kann man beim Schließen von unserem Schalter auch so einen kurzen Lichtbogen sehen, weil der halt instantan sich lädt und das erzeugt dann einen sehr großen Strompuls. Okay, also der Kondensator lädt sich auf, die LED leuchtet. Was ist, wenn ich den Schalter wieder öffne? Vielleicht der andere. Dann entlädt sich der Kondensator. Genau. Und leuchtet nach. Und die LED leuchtet nach, genau. Also ich kann damit so ein Nachleuchten machen. Wie lange wird denn die LED nachleuchten? Bis der Kondensator leer ist. Wie lange wird das ungefähr dauern? Ja, ich habe jetzt ein Also er hat die richtige Antwort gesagt, mathematisch ist es ewig. Warum? Weil die Spannung sinkt dann. Nein, nicht du, jemand anderer. Nein, die LED wird nicht ewig leuchten. Die LED wird nicht ewig leuchten, genau, aber der Kondensator wird sich quasi ewig entladen, weil er eine exponentielle Näherung nie das Ziel erreicht. Aber irgendwann ist es uns wurscht, weil dann verschwindet es unter jeglichem Rauschen. Also die
Ja, und, unter der Flussspannung ist gut. Das stimmt natürlich nur. Ja. So. Das stimmt natürlich nur in diesem Modell, weil da unter der Flussspannung überhaupt kein Strom mehr fließt. Wenn ich das etwas akkuratere Modell der Schockgleichung hernehme, dann werde ich sehen, auch unter der Flussspannung lässt sich noch Strom durch, aber halt sehr, sehr wenig, und darum dauert es dann quasi doppelt ewig. Warum? Nein, nein. Nein, nein. Die wird aber auch nicht mehr leuchten kurz vor der Flussspannung, weil dann so wenig Spannung an den Widerstand abfällt, dass der Strom schon zu klein ist. Das heißt, die LED wird sichtbar ausgehen, noch bevor die Flussspannung der LED erreicht ist. Erzeugt nicht jedes Elektron, das durchfliegt, ein Photon oder so? Ja, aber wie viele von diesen Photonen kommen dann da wirklich raus? Und aber es leuchtet schon, auch wenn ein ganz kleiner Strom fließt. Okay, du hast natürlich recht. Mit Leuchten habe ich gemeint, was ich mit meinem Messinstrument, das ist mein Auge, noch wahrnehmen kann als Leuchten in einem mäßig beleuchteten Raum. Ne? So eine Unterscheidung von... Also es wird eine Zeit lang nachleuchten, aber halt nicht besonders lang, weil wir nämlich gesehen haben, dass Kondensatoren, also wenn ich einen Kondensator habe, der was so Farad groß ist, der vielleicht da ein Farad einbaue, wird das vielleicht, ja, je nachdem wie viel die Leiter jetzt haben möchte, eine Minute nachleuchten oder ein paar Minuten, aber es wird nicht ewig leuchten. Und übliche Größen bei den Kondensatoren, das fängt die an im Mikrofarad und dann wird es immer kleiner, also die werden dann nicht so lang. Gut, schauen wir uns das an. Ja, aber 10 Millifarad Kondensator kriegt man schon. Kriegt man schon, ja. Und man kriegt, du kriegst auch Kilofarad Kondensatoren. Mehrere Farad. Aber auch Kilofarad, ja, ja, ja. Sind aber dann meistens nicht mit so einer Spannungsfest, oder? Genau, die tragen dann 2 Volt, sowas in der Richtung, genau. Aber wenn du in deinem Auto die Bremsenergie speichern möchtest, um nachher wieder anzufahren, dann nimmst du solche Kondensatoren. Gut, also wir haben jetzt hier diesen Aufbau, den irgendjemand vernichtet hat. So. Ich habe nur was angeschlossen. Gut. Also, wir schauen uns jetzt nur diesen Teil hier an. Diesen Teil hier. Das ist die Schaltung mit dem Kondensator. Also ich habe den größten Kondensator genommen, den ich in meinem Kistel rumliegen hatte. Mit der Diode und wenn du da von oben drauf schaust, sieht man den Widerstand. Ne? Was hat denn der? 470 Mikro, glaube ich. So. Und dann haben wir hier diesen Widerstand. Und das Schließen des Schalters macht man einfach, indem ich das Plus von der Batterie da oben berühre. Dann habe ich quasi geschlossen, wenn ich das wieder wegnehme, dann habe ich den Schalter wieder geöffnet. Ja. So, also ich berühre da, die LED leuchtet. Und wenn ich da jetzt weggehe, dann entlädt der Kondensator sich und die LED hört wieder auf zu leuchten. Und wir sehen, wie gesagt, das war jetzt der größte Kondensator, den ich so in meinem Sedimentkistel rumliegen hatte. Und das reicht dann vielleicht für, was wird das sein, 2 Sekunden nachleuchten oder so, und dann ist schon Schluss. Das ist aber ein interessantes Experiment. Wir werden dann nämlich bei den Transistoren relativ schnell eine Schaltung machen, wo wir den gleichen Mechanismus verwenden, aber minutenlang leuchten können, indem wir mit dem Kondensator nur einen Steuerstrom erzeugen und die LED quasi unabhängig davon versorgen, solange dieser Steuerstrom fließt. Gut, aber das war jetzt unser erstes Experiment. Und was man jetzt hier schön sehen kann, finde ich, an diesem Experiment, ist, dass diese LEDs relativ hell leuchten, aber nur wenig Energie verbrauchen. Weil ich einfach in so einem Kondensator, selbst bei diesem vergleichsweise großen Kondensator, da kann ich nur wenig Energie zwischenspeichern. Und wir sehen, mit der Energie, die in diesem Kondensator gespeichert ist, kann diese LED trotzdem noch so diese 2 Sekunden lang nachleuchten. Und wenn man irgendwie größere Dinge hat, das kennt man vielleicht von so einem Laptop-Ladegerät, da ist hier eine Status-LED drauf und die kann man abstecken von allem und das leuchtet dann noch eine Minute nach diesem Status-LED. Das ist einfach, weil dort große Kondensatoren drin sind, die sich eben erst langsam entladen.
Und ist das ein Nebeneffekt, der genutzt wird, oder ist das eine Spielerei von der Firma, dass die das so machen? Nein, das ist ein Nebeneffekt, weil die Ausgangsspannung, die eine Gleichspannung ist, mit einem großen Kondensator stützen wollen. Wenn sie quasi auf der einen Seite die Netzspannung transformieren und dann gleichrichten, hat das eben einen großen Ripple, und damit das dann auf der Ausgangsseite wirklich eine konstante Spannung ist, nimmt man da einen fetten Kondensator, der quasi die Spannung sehr stabil hält, auch wenn da nur stoßweise Ladung hineinfließt. Und weil man halt mit diesem Ausgangskondensator nicht nur den Laptop da versorgt, sondern da auch diese LED dran hängt, leuchtet die dann eben nach, bis ja, dieser Kondensator zumindest so weit entladen ist, dass die LED nicht mehr zum Leuchten gebracht wird. Ich habe eine Frage gegeben, wie der Stand auf die Nachreichzeit. Ist das so, wenn ich die Linie dann offenhelle, dann brennt sich den Strom? Also das heißt, es wird möglichst langsam entladen, andererseits fängt dann möglichst viel Spannung am Widerstand an, was wieder schlecht für die Nachreichzeit-Diode ist, weil sie vorher zu wenig. Also, wenn der Widerstand sehr groß ist, dann wird die LED länger nachleuchten, aber natürlich weniger hell. Dazu brauche ich mir quasi nur das hier anschauen. Wenn ich hier einen großen Widerstand habe, dann leuchtet die LED weniger hell, weil weniger Strom durch die LED fließt. Ja, das hängt jetzt damit ab, wo du quasi den Punkt setzt, an dem subjektiv die LED aufgehört hat zu leuchten, weil es ja von Anfang an quasi weniger hell leuchtet. Aber im Regelfall würde ich jetzt mal sagen, ein größerer Widerstand wird eher die Laufzeit von der LED verlängern, aber du musst halt quasi dein Auge daran gewöhnen, dass dieser gesamte Helligkeitsverlauf ein bisschen versetzt ist, weil sie halt jetzt dann weniger hell anfängt und natürlich dann entsprechend noch weniger hell aufhört als vorher. Gut. Ja, ich hätte auch einen Gold Cap nehmen können, aber die Idee ist ja auch, dass dieses Experiment irgendwann zu Ende ist. Und wenn man dem jetzt eine Minute lang zuschaut, bis sich der Kondensator entlädt, dann ist ja irgendwie auch nicht mehr Anschauung gewonnen dadurch. Ja, aber. Da braucht man einen kleineren Vorwiderstand. So, Schaltung 2. Wir haben wieder einen Schalter, diesmal keinen Kondensator in der Schaltung. Und wieder ist die Frage, was ist, wenn wir diesen Schalter öffnen und schließen? Genau, also wenn wir jetzt quasi sagen, jeder dieser LEDs hat 2 Volt zum Beispiel, dann brauche ich, damit das hier anfängt zum Leuchten, 2 Volt plus die 0,6 von der. Und auf der Seite brauche ich aber nur 2 Volt. Ihr erinnert euch vorher, ich gesagt, man soll LEDs nicht parallel schalten, weil quasi dann immer nur die leuchtet, die die geringste Flussspannung hat. Und wenn ich natürlich da eine Batterie von 100 LEDs habe und ich dimensioniert quasi den Strom so, dass ich 100 LEDs zum Leuchten bringen kann und dass der gesamte Strom läuft nur durch die eine LED durch, dann wird die nicht lang durchhalten. Hier habe ich quasi zwei Dioden parallel und hier erhöhe ich dann noch einmal künstlich die Flussspannung durch diese zusätzliche Diode. Also ich habe genau diesen Fall, den wir vorher beschrieben haben, aber ich dimensioniere diesen Vorwiderstand natürlich nicht so, dass der für 100 LEDs geeignet ist, sondern nur für eine, entweder die linke oder die rechte. Und damit habe ich genau diesen Effekt. Das leuchtet nur das, wo die Flussspannung am kleinsten ist. Und das ist eben die rote LED, wenn dieser Schalter geschlossen ist. Wenn der Schalter offen ist, ist natürlich die Gesamtflussspannung von dieser Schaltung unendlich. Nicht? Weil ich kann da beliebig viel Spannung anlegen, da wird nie was fließen, der Schalter ist ja offen. Und damit gewinnt dann diese rechte Hälfte mit einer endlichen Flussspannung. Diese Schaltung wird auch ohne diese Zusatzdiode funktionieren, die nicht leuchtet. Nicht sehr gut.
Aber wir kommen gleich zu der Frage, warum habe ich hier beschriftet Rot und Grün? Genau, und die Beschrift, also es sind unterschiedliche Flussspannungen und es ist genau so gewählt, dass dieser Effekt noch einmal verstärkt wird. Dass wir quasi die Farbe mit der geringeren Flussspannung auf der Seite haben mit dem Schalter und auf der Seite, wo wir die Flussspannung mit der Zusatzdiode erhöhen, nehmen wir auch gleich die Leitung, die von Haus aus eine höhere Flussspannung hat. Wenn man das in der Praxis ausprobiert, ohne diese zweite Diode, dann kann es sein, dass das geht. Es kann sein, dass es überhaupt nicht funktioniert und die rechte einfach immer leuchtet. Oder es kann sein, dass wenn man den Schalter schließt, leuchtet die rote und die grüne glimmt noch so ein bisschen nach. Und mit der zusätzlichen Diode ist quasi der Unterschied zwischen Flussspannungen so groß, dass das dann garantiert funktioniert. Schauen wir es uns an. So. Wir sind jetzt hier in der Hälfte der Schaltung und mein Schalter ist dieses Drahtball hier, das jetzt gerade in der Weltgeschichte herumhängt. Geht's? Also wir sehen, es ist leider jetzt ein bisschen schwer, du kannst von oben filmen. Genau, da sieht man, da ist diese zweite Diode hier. Aber wenn du das jetzt schließt, dann hat die rote keinen Vorwiderstand, oder? Doch, der ist da oben. Der ist da oben, der hängt vor beiden. Das ist die Diode, die extra Diode. Und ich würde jetzt quasi dann dieses Drahtstück da unten hin tun, zur zweiten Leit, das ist mein Schalter, den ich öffne und schließe. Und machen wir das mal. Zack. So wie ich das mache, leuchtet nur noch die rote LED und die grüne geht aus. Kannst du eine Brücke auch machen statt der Diode? Ja, es ist dann auf der anderen Seite, das heißt, ich kann es direkt stecken. So. So, jetzt hätten wir hier eine Brücke und wir sehen, da steckt das mal so fest rein. Das ist jetzt so ein bisschen metastabil. Also es hat deutlich besser funktioniert mit der zusätzlichen Diode. Naja, eher ein Rauschgenerator. So. Aber so funktioniert das perfekt. So, das Funktionsprinzip da dahinter, dass man quasi einen Bauteil ausschaltet, indem man ihn kurz schließt, genau das machen wir hier. Nicht? Eine Strecke kurz schließen heißt ja nichts anderes, als dass wir dem Strom einen Weg bieten, der einen deutlich kleineren Widerstand hat. Und damit fließt dann fast alles von dem Stromteiler durch diesen deutlich kleineren Widerstand. Und man kann natürlich das hier auch als Verkleinerung des Widerstandes sehen, das wir hier machen bei dem Kurzschließen. Und das ist ein Schaltungstrick, den werden wir bei den Transistoren dann noch öfter finden, die ganzen Verstärkerschaltungen und so. Die arbeiten immer auf der Idee, dass da ein Bereich ist und dann schließen wir den kurz und damit schalten wir dann einen Transistor aus, weil wir seine Steuerspannung woanders hin kurz geschlossen haben. Und das ist quasi das erste Mal in dem Kurs, dass wir dieses Muster verwenden, um jetzt hier zwischen zwei LEDs umzuschalten. Also ich persönlich, ich finde das eigentlich schon ziemlich cool, was wir da machen, dass wir quasi mit dem Schließen eines Kontaktes nicht ein Ding einschalten, das ist ja trivial, nicht? Über das Schließen eines Kontaktes das Einschalten, sondern dass wir über das Schließen eines Kontaktes etwas ausschalten können, eben diesen rechten Pfad hier, indem wir hier einen anderen Pfad wählen, der einfach die Vorbedingungen für diesen Pfad so setzt, dass da kein Strom mehr fließt. So, Fragen?
So, wir können LEDs. Und das ist natürlich jetzt gleich auch super für die nächste Experimentiergruppe, die dann in 3 Wochen oder so ist, also vorletzter Freitag im kommenden Monat. Das wäre zum Beispiel ein Thema, dass man dann bei der Experimentiergruppe mal versucht, ein paar Sachen mit LEDs zu machen, so Widerstände zu berechnen davor, vielleicht so eine Schaltung nachzubauen.